Jo Leute, was geht ab? Euer Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, und ihr seht schon am Titel, heute wird mal richtig. Denn ich werde heute einfach mal meinen Papa komplett auseinandernehmen, Leute. Ihr müsst wissen, Leute, ich habe vor ein paar Tagen auf TikTok so einen TikTok gesehen. Auf TikTok, ja, ich hätte die Schnauze. Wo der eine Typ seinen Kollegen verarscht hat und seine PlayStation 5, er hat nämlich eine gehabt, hat er quasi auf eBay reingesetzt. Hat dabei geschrieben, so Notverkauf, muss die dringend wieder loswerden. Und jeder, der gerade auf der Suche nach Blazy ist, weiß, wie begehrt dieses Ding ist. Allein, wenn ich momentan sehe, dass ein Karton von der Blazy 5 für 800 Euro weggeht, Junge! Auf jeden Fall, der Hype um das ganze Ding ist so krass. Und er hat halt das Ganze auf eBay gestellt, hingeschrieben, so Notverkauf. Deswegen, ich muss ganz schnell an Geld kommen und brauche deswegen die Blazy nicht mehr, würde sie gerne verkaufen. Aber ganz wichtig an alle Interessenten, nur anrufen. Und der hat dann einfach die Nummer von seinem Kollegen angegeben und der ist komplett abgekackt, weil der einfach tausendmal angerufen wurde. Und da dachte ich mir, das mache ich auch mit meinem Dad. An der Stelle ging Grüße raus an meinen Papa, wenn du das siehst, ich habe richtig Bock. Okay Leute, bevor wir mit dem Video weitermachen, möchte ich noch ganz kurz ein, zwei Worte zu der ganzen Corona-Thematik loswerden. Denk mal, jeder von euch bekommt es mit, momentan steigen die Zahlen einfach wieder unendlich nach oben. Und wenn das so weitergeht, kann einfach das Gesundheitssystem in Deutschland nicht mehr jedem helfen. Und ich glaube, wenn wir da einmal angekommen sind, dann ist das halt der absolute Worst Case. Und deswegen müssen wir aktuell einfach alles versuchen, um diese Neuinfektion einfach zu drücken und unten zu halten. Und deshalb, Leute, tut mir bitte den Gefallen, geht nicht feiern, schränkt eure Kontakte ein. Und ich weiß, ich gehe super gerne selber mit Kollegen chillen und wir machen was und keine Ahnung was. Und das kann man auch bald wieder alles machen, aber jetzt ist halt einfach der falsche Zeitpunkt dafür. Und klar, Leute, dann langweilt man sich halt vielleicht mal zu Hause. Aber es ist doch besser so, anstatt andere Leute in Gefahr zu bringen, vielleicht die eigene Familie oder Freundin in Gefahr zu bringen. Viele denken sich halt einfach, okay, ich bin jung, mir kann nichts passieren. Aber auch junge Menschen können halt einen sehr schweren Krankheitsverlauf haben. Aber halt auch gerade extrem die ältere Generation. Zum Beispiel meine Omi, Leute. Meine Omi ist 90 Jahre alt. Stellt euch mal vor, ich gehe auf irgendeine dumme Party feiern, steck mich da mit dem Virus an, krieg das selber gar nicht mit und gehe dann zu meiner Oma oder so und steck die dann an. Auf Real Talk, Leute, ich könnte mir das einfach niemals verzeihen. Bitte achtet auf solche Sachen. Haltet genügend Abstand, zieht eure Maske immer richtig an. Und ich weiß, ich hasse Masken selber, aber Leute, es ist verdammt wichtig. Wascht euch die Hände und wascht euch die Hände einfach öfters, noch öfters. Und ganz, ganz wichtig, Leute, macht die Nachverfolgung möglich. Denn genau das ist halt momentan auch ein Riesenproblem, dass die Infektionsketten einfach nicht mehr unterbrochen werden können. Weil dadurch, dass es halt so viele Neuinfektionen gibt, kommt halt das Gesundheitsamt einfach gar nicht mehr hinterher, die ganzen Nachverfolgungen zu machen. Und deswegen ist es halt umso wichtiger, dass ihr euch zum Beispiel einfach die Corona-Warn-App runterladet. Ich verlinke die euch auf jeden Fall mal in der Beschreibung. Sich die runterzuladen und sich da anzumelden, ist einfach super simpel. Und ihr schützt euch, eure Mitmenschen. Und ganz wichtig, Leute, ihr macht die Nachverfolgung möglich. Ihr werdet da nicht übertrieben getrackt oder keine Ahnung was. Das Ganze ist immer noch anonym und super simpel. Ihr könnt euch da in ein, zwei Schritten anmelden. Aber checkt es auf jeden Fall mal ab, Leute. Die App hat inzwischen über 20 Millionen Downloads. Umso mehr Downloads wir quasi haben, umso sicherer ist diese App. Deswegen checkt das Ganze ab, Leute. Wir wollen, dass einfach wieder in Zukunft alles normal wird. Ich will mich wieder mit Freunden treffen. Ich will auch wieder, dass die Wirtschaft normal ist. Die leidet ja auch total darunter. Viele Menschen verlieren ihren Job. Viele Firmen müssen komplett zumachen. Und glaubt mir eins, Leute, umso schneller wir jetzt an einem Strang ziehen und gemeinsam diese ganzen Sachen jetzt beachten, umso schneller ist diese ganze Zeit rum und wir können wieder ganz normal weiterleben. Deswegen, Leute, nehmt euch meine Worte auf jeden Fall zu Herzen. Würde mich sehr, sehr freuen. Checkt die Corona-Warn-App ab. Link in der Beschreibung. Und wir machen weiter mit dem Video, Leute. Danke fürs Zuhören. Weil das Ding ist, mein Papa kommt morgen früh wieder zu mir. Mein Dad ist halt bei mir so ein bisschen eingestellt quasi und kümmert sich um die ganzen Steuern. Macht meine Abrechnungen, macht meine Belege, heftet die ein und so. Macht halt für mich die ganze Buchhaltung, weil ich bei sowas halt einfach absolut raus bin. Und kommt halt morgen wieder vorbei und macht das Ganze. Und da dachte ich mir, kann ich jetzt ja eigentlich auch noch ein kleines Shooting machen mit der Blazy, die morgen früh auf eBay stellen. Und dann einfach ein paar versteckte Kameras in dem anderen Büro. Viele wissen sie auch gar nicht. Ich habe ja sogar drei Büros in meinem Haus hier. Das hier ist jetzt nur das Büro zum Aufnehmen. Ihr kennt es, Leute. Ich habe es aber, glaube ich, auch noch nicht komplett gezeigt. Aber wenn man die Tür hier rausgeht, geht es hier hinten ja quasi noch weiter. Hier ist dann so das Steuerbüro für die ganze Buchhaltung und so. Und da wird mein Papa auch sitzen. Und ich werde dann hier irgendwie versteckte Kameras hinstellen. Ich glaube, ich werde hier was hinstellen und halt probieren, da vorne noch irgendwie was so ganz klein zu platzieren. Und dann haue ich das Ganze mal auf eBay und hoffe einfach, dass mein Papa hunderte Anrufe bekommt. Bruder, ist die PS5 noch da? Und mein Dad sich einfach nur denkt, Junge, was für eine PS5? Was wollen die denn alle von mir? Deswegen, Leute, ich würde sagen, wir labern nicht lang herum. Ich werde jetzt noch ein paar Fotos machen von der PlayStation und dann wird die erstmal auf eBay geballert. Wir sehen uns dann morgen früh. Mein Dad kommt einfach wieder um 9 Uhr. Ich muss richtig früh aufstehen. Und ja, Leute, ich weiß selber, mein Schlafraum ist absolut im Arsch. Ich mache jetzt auf jeden Fall noch ein paar Fotos. Wir sehen uns morgen früh wieder. Und Papa, wenn du das hier siehst, ich küsse nichts. Ciao. Ach so, gut. Ich würde sagen, das passt. Schweiter dann. Oh. Schönen guten Morgen, was geht ab, Leute? Ihr seht schon, wir haben es jetzt gerade den 24. November, so einen Tag später, um 10.16 Uhr. Für alle, ich muss untersuchen, ob dieser Prank fake ist, Sherlock Holmes. Das Ding ist, mein Papa wird jetzt jeden Moment kommen und gönnt euch mal. Ich habe die Kamera, Bruder, ich habe die richtig gut versteckt, finde ich auf jeden Fall. Das hier ist ja, wie gesagt, das Steuerbüro. Da wird gleich mein Dad sitzen und, Leute, fällt euch irgendwo auf, wo die Kamera ist.
Richtig, Bruder. Genau da unten. Aber Real Talk, das ist ja wohl übel gut versteckt. Ich habe Kartons drum gemacht, die goldene Scar hingelegt. Ich habe ein Mikrofon extra dahin gemacht, warum auch immer. Einfach, damit es nicht auffällt, damit es so massig wirkt. Und da ist dann unter der Scar die Kamera. Daneben habe ich das Richtmikrofon. Darüber wird der Sound aufgenommen. Und die Kamera hat sogar ein Dauerstromkabel von mir bekommen, was ich dann dahinter verlegt habe in die Steckdose, sodass sie gar nicht ausgeht. Und sobald mein Dad kommt, drücke ich gleich auf anmachen. Mein Bruder, dann kann es direkt abgehen. Ich hoffe einfach, mein Papa sieht die Kamera nicht, aber ja. Let's go mit dem Prank. Ja, war hoch da, ne? Hab ich vor. Ich wollte hier keinen Menschen halten, aber... Okay, let's go. Anzeige wird aufgegeben. What the fuck? Hä? Aber warum sollte einer deine Nummer angeben? Weil sich da irgendein Trottel einen Spaß erlaubt und 1000 Leute hinter anrufen. Wie komme ich jetzt mit Kontakt mit eBay? Schreib dir mal eine Nachricht einfach. Schreib dem doch auf eBay eine Nachricht. Ich scheiße sofort auf deine Nummer und zeig's dir an. Sehr wahrscheinlich kommt die Nachricht zu mir, Lukas. Nein, ist doch nicht dein Account, oder? Wenn das jetzt dein Account ist. Lustig. Denn mein Account ist ja ein anderer. Nee, jetzt nicht. Keine Ahnung. Ja, soll ich jetzt anrufen? Ja, klar. Schreib doch einfach eine Nachricht. Guck, ob eine Mailadresse da unterwegs ist. Michels? Ich hab keine PlayStation 5. Tschüss. Warte, dann mach den Spaß draus und verhandel doch mit dem. Ja. Sag ja, da rufen gerade doch ein paar mehr an, so für 800 Euro kannst du haben. Nix. Dann verkaufe ich Steine. Nix. Da hab ich jetzt keine Lust so. Das macht keinen Sinn. Ja, mach jetzt erstmal weiter. Vielleicht bin ja, ich anders üblich. 21.06. Die ist gebucht. Also schon wieder los. Und weiter geht's. Was denn? Anruf? Ja, ich rufe jetzt lauter Leute an. Ich geh da nicht ran. So eine Scheiße, ey. Was für ein Idiot hat das gemacht? Ich finde das so lustig. Ich finde das so lustig. Du bist ein Arschloch. Ich bring mir einfach deine Nummer an. Papa, ich war, Real Talk, ich war das nicht. Ich war das. Papa, ich wohne nicht in Hamburg-Hamm. Du kannst ja nicht angeben, ich wohne in Hamburg-Hamm. Das ist doch GPS, das ist doch eBay. eBay arbeitet doch mit GPS, wo du wohnst. Ja, klar. Du siehst doch immer in deiner Umgebung, was verkauft wird. Könnten schon am Arsch lecken. So ein extra Anruf. Michels? Da hat irgendeiner, nee, ist es nicht. Ja, ist, nein, kein Thema, kein Thema. Okay, danke. Habst du schon bekommen, ich hab dich auch schon jetzt gemeldet. Ja, dankeschön. Danke, tschüss. Halt die Fresse da hinten. Halt einfach das Maul, ey. Ja, ja. Ja, ich habe es. Der war sehr nett. Der war sehr nett. Der war sehr nett. Der hat gesagt, kann ich Ihnen die Anzeige rüberschicken? Dann können Sie die ja melden. Ja, super. Mega, danke. Ey, das ist so gut. Dann war es hundertprozentig, du. Papa, warum soll ich das denn sein? Weil du ein Arschloch bist. Dann pass auf. Guck nach auf den Bildern. Ich habe die Influencer First Edition, die kein anderer bekommen hat. Das ist 100.000% nicht meine PlayStation. Meine PlayStation steht unten am Fernseher angeschlossen. Denkst du, ich raub die da raus, um Bilder zu machen? Was für eine Scheiße, das geht jetzt. Ich muss da gleich melden. Beim nächsten mach mal Lautsprecher. Ich will mal zuhören. Da hast du auch was von. Wie, dann hab ich was von? Ja, ich will ja auch lachen. Hui, Anruf! Hallo, hab sie da. Michels? Ja, hallo. Ich hab fucking eine PlayStation 5. Jo, ich hab nur keine. Wieso das denn nicht? Ja, weil da irgendein Schatzbold gemeint hat, er müsste meine Telefonnummer angeben. Ach so, ja, okay, gut. Aber ich guck jetzt die ganze Zeit nach einer scheiß PS5 oder wird da irgendwas eingegeben und dann guck ich da an und erhält nichts oder was? Jo, das werden sie jetzt noch öfters mal die Erfahrung. Ja, und wie oft haben sie das denn gemacht? Wie, ob ich das gemacht hab? Das ist eine ganz sauber, ich hab das natürlich nicht gemacht oder meinst du, ich hätte gerne 5000 Anrufe in der Stunde? Ja, kann ich ja nicht. Wenn sie irgendwann inserieren und ihre Nummer angeben, dann
Sehr wahrscheinlich haben die da mal nicht inseriert. Ja, meine Fresse ist die ganze Zeit sein. Da kann schon nichts für, da musst du halt kaufen, Jo. Vollgas-Idiot. Gib ihm da zu lachen. Das ist so gut. Das ist so gut. Mach bitte nächstes Video nach. Das ist nur mit den Idioten zu tun. Ich finde das alles andere als lustig, Lukas, ob der Klaus oder nicht. Der war aber hohl wie Nachbars Lumpi, dann stellt aber fest. Wie Nachbars Lumpi? Warum machen sie das denn? Ja, was soll das auch? Was soll das denn? So eine Frechheit. Das ist auch eine Frechheit. Ich rufe schon den ganzen Morgen wegen der scheiß PlayStation 5 irgendwo an. Du musst dir die Leute ja auch mal vorstellen, die wollen die PlayStation ja wirklich haben. Und wenn dann so jemand kommt wie du und die verarscht, ist das blöd. Ja, das war's hundertprozentig, du Arschloch. Papa, ich war das echt nett. Wann sollte ich das denn bitte machen? Wann hätte ich Zeit gehabt, eine eBay-Anzeige jetzt zu machen? Da bist du die ganze Zeit am Computer. Sehe ich aus wie ein Fotostudio, habe ich einen roten Boden und habe hier eine PlayStation fotografiert. Wir können ja gerne gemeinsam runtergehen und gucken, wo meine PlayStation steht. Und wie meine PlayStation aussieht, das nehme ich auch nicht die aus eBay. Michels, 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 hallo, Michels. Ich weiß, wie du heißt. Du bist ein dämliches Arschloch. Hol die scheiß Anzeige raus, Lukas. Nein, ich war das nicht. Nein, ich war das nicht. Warum soll ich das denn machen? So unnötig, als ob ich das mache. Kannst du mal aufhören mit den Anrufen? Ich rufe umsonst. Sag mal. Ich rufe nirgendwo an. Warum soll ich nirgendwo anrufen? Du Lust. Oh nee, ich hab keine Lust mehr. Dann rufst du wieder an. Mach laut. Hallo? Hallo? Hi, ich rufe wegen der PlayStation an. Ist die schon da? Also noch da oder weg? Ich hatte gar keine. Da hat sich schon einer im Chat erlaubt. Ernsthaft jetzt? Jo. Ja, alles klar, weiß ich Bescheid, das ist ein doofer Scherz. Ja, allerdings. Okay, okay. Kurz den schönen Tag, ne? Ja, danke, Scheiß. Tschüss. Ciao. Die wird nicht. Leck mich am Arsch, ey! Hallo, hallo. Michels? Hallo? Nein, ich hab keine PlayStation. Okay, gut, danke. Bitte. Was hat diese Stelle jetzt gedacht? Das ist mir scheiße. Hallo? Nein, ich habe keine PlayStation. Okay, danke. Was ist das denn jetzt hier? Ja, was ist das denn hier? Frag doch deinen Fuß da gerade drauf. Drück auf Abbrechen, schnell. Ey, du bist so ein Idiot, ne? Das ist ja nicht mehr normal. Ach, Lukas, hör mal auf mit dem Scheiß. Moment, da war anderes. 040. Du musst rangehen. Das ist doch viel lustiger. 040. Das war der Festnetznummer wahrscheinlich, ne? Oder? Ja, Hamburg. Ja, frag doch mal nach. Wegen Umgebung. Wo das da angezeigt wird. Ablehnung. Warum gehst du da nicht ran? Zeig mal. Schick mir mal den Link auf WhatsApp, ich melde das. Ja? Ja. Ich schick dann einfach weiter, was der mir geschickt hat, ne? Ja, kannst einfach weiterleiten. Ja. Ja, hab die Anzeige hier bekommen. Timothy. Ich hab keine PlayStation. Ich werd's melden. Ja. Michels, ich hab keine PlayStation. Ja, danke schön, Typ. Michels, ich hab die nicht angeboten. Da hat irgendeiner sich einen Scherz erlaubt und meine Handynummer da reingetragen. Also. Ist aber nicht nett von Ihnen, dass Sie sowas machen, Arschloch. Ja, was machst du denn auch? Du Arschloch, hol den Scheiß da raus! Ey, was? Du warst an 100%! Nein! Warte mal, hast du E-Mail gemeldet? Komm, melde den Scheiß. Was? Was? Was ist? Ja, komm, ich rufe den Jakob an. Ich war das nett. Hi, Jakob. Hast du eine Kollerarbeit, die wieder unterdrückt? Oh, ja. Ich wollte mal ganz kurz nachfragen. Hast du ihn? Ja, eben habe ich zweimal Spaß. Ich wollte mal ganz kurz nachfragen. Und zwar hat irgendjemand von meinem Papa, also der hat eine PlayStation 5 auf eBay gestellt und hat die Nummer von meinem Papa hingeschrieben. Und jetzt rufen mein Papa ungelogen hunderte Leute an und wollen die PlayStation kaufen. Und jetzt wollte ich mal fragen, ob wir da noch einen Kontakt zu eBay haben, worüber man das direkt löschen lassen könnte. Wenn es im Grunde genommen darum geht, dass man nur deine Handynummer da rauszubekommen, ich glaube, das ist ja erstmal das Wichtigste, dann müssen wir da sofort rangehen. Ich habe das schon mal gemacht. Meine Vermutung ist, der Erfahrung nach, also das ist die Zeit, die mir auch so ungefähr eBay noch mal sagt, die brauchen mindestens einen vollen Arbeitstag, also ich sag mal so mindestens 24 Stunden während der normalen Arbeitswoche bis eigentlich 3 Arbeitstage, um so eine Art der Anfrage zu bearbeiten. Auch wenn sie völlig legitim ist natürlich. Ja. Hör auf zu lachen! Ja, ich finde das witzig, Papa. Nee, krass, okay. Dann, ich würde mal den Beitrag schicken, vielleicht kannst du ja mal gucken, dass man das irgendwie beantragt. Ja, alles sofort, ja klar, ich gehe dann sofort an die Arbeit. Ah, super, danke dir. Dann echt schon mal vielen Dank. Alles, tut mir leid, ja.
Ja, ist so. Okay, alles klar. Dann vielen, vielen Dank, ne? Natürlich, okay. Mach's gut. Und, durchhalten. Ciao. Ja, tschüss. Ja, du lass jetzt, stell mal vor, jetzt ruft irgendeiner von der Firma an und klingelt die ganze Zeit der Scheiße im Hintergrund. Dann sagst du, wir sind beschäftigter Mann, so andere Job-Offers. Ja, das wird ja auch nachlassen. Hast du rausgeholt? Nee, aber so nicht. Papa, wirklich, jetzt mal Real Talk, es ist nicht von mir. Könnte ich drauf wetten, Mann. Das ist nicht von mir. Wirklich nicht. Ich war den ganzen Morgen da und hab Steuern Zeugs ausgedruckt. Wann soll ich denn nebenbei Fotos von meiner Playstation machen und das online stellen? Schick dem das Ding rüber. Ja, das mach ich über WhatsApp. Wenn dein Name da auftaucht, ich zeig dich an. Was für ein Name? Wie soll denn der Name auftauchen? Das macht ja gar keinen Sinn. Was wäre so eine gute Video-Idee gewesen? Das hätte ich auch machen sollen. Man schaltet noch Werbung da drauf, sodass. Kannst du mir kurz helfen, das unten zu platzieren? Einfach im Wohnzimmer. Okay, Leute, wir werden jetzt alles auflösen, weil es haben einfach ungelogen. Keine Ahnung. Bin am Überlegen wegen dem Handy. Gib mal ganz kurz das Ding hinter der Tür, bitte. Hinter der Tür. Da. Hinter der Tür. Eine Matte. Sieht zufällig rot auf einer Seite. Guck mal, die Matte legt immer auf den Boden. Leg die mal hin, mit der roten Seite nach oben. Und jetzt darfst du dreimal nachdenken, wo die Playstation-Bilder entstanden. So ein Arschloch. Du bist so ein Arschloch. Das Ding ist, ich habe diese Anzeige um 9 Uhr online gestellt. Die wurden voll lang überprüft. Ich dachte mir schon, okay, das gibt keinen. Auf einmal, wir rufen da an. Du bist so ein Arschloch. Echt, du bist so ein Arschloch. Und Jakob war eingeweiht, by the way. Natürlich, der hat irgendwas erzählt, damit du denkst, das dauert 3 Tage. Und der angerufen hat und dich beleidigt hat, das war der Dennis. Grüß ihn raus. Du bist so ein Arschloch. Aber komm mal gerade bitte mit hoch. Hast du die Kamera nicht gesehen? Nein! Da lief. Ich hab da jetzt noch nicht so sehr drauf geachtet. Oh mein Gott. Du bist so ein Arschloch. Und guck mal, meine Hauptkamera von meinem Zimmer habe ich in diesem Raum hier versteckt. So, guck mal, wo die sein könnte. Willst du mich verarschen? Du hast die Kamera. Was ist denn die Kamera? Ja, hier nicht. Da, da. Und guck hier das Mikrofon. Und die läuft sogar noch. Ja, die ist noch am Aufnehmen. Alter, so gut. Du hast es nicht gesehen, ne? Nee. Vor allem bist du ein Arsch. Deswegen, ja, Leute, falls ihr noch eine PlayStation 5 braucht, ruft doch gerne meinen Papa an, der hat Lust auf welche zu verkaufen, oder? Perfekt. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Macht's gut und war ein gutes Video, ne? Ciao. Ciao. Das war so gut, oh mein Gott. Ah, Scheiße. Ich hab's eigentlich, dass hier so online. Und ich habe sogar Werbung drauf geschaltet. Das Ding ist, Leute, mein Papa, du schreibst, hallo, Sie haben meine Telefonnummer angegeben, bitte ändern Sie das umgehend und dann mit freundlichen Grüßen. Ja, ich bin ein freundlicher Mensch, nicht so wie du. Der Typ, du dachtest, der verarscht dich komplett, du schreibst mit freundlichen Grüßen. Hätte sein können, dass es sich einfach um eine Zahl vertan hat. Ja, mit Sicherheit.